Ja, erstmal herzlich willkommen zum Modern Koi Blog. Und ich kontrolliere jetzt jedes Mal, ob mein Mikrofon auf Mute steht oder nicht. Heute eine Frage aus Luxemburg. Mein Name ist Robert und ich komme aus Hamburg. Habe ich gerade Luxemburg gesagt? Ich glaube, jetzt habe ich einen Dachschaden. Da kommt nachher einer oder war schon einer aus Luxemburg. Ich habe einen kleinen Teich im Dezember gebaut mit 8000 Liter. Gefiltert wird der Teich mit einem 1000 Liter IBC-Tank und ca. 50 Genesis-Bürsten. Eine UVC-Lampe mit 55 Watt und eine Pumpe mit 16.000 Liter wird der Teich umgewälzt. Der Teich ist mit 100 mm Sandwichplatten gedämmt und der Filter sowie die Verrohrung sind auch gegen Frost gesichert. Nun sind leider noch keine Fische drin. Nun meine Frage, was meinen Sie, wie fange ich am besten mit dem Besatz an? Kaufe ich im Frühjahr einige Tosai, wann sind sie bei Ihnen zum Verkauf? Wenn ja, wie viele zum Start des Filters? Was für einen Besatz kann man diesem Teich zumuten? Vielen Dank für Ihre Blogs, da freut man sich jeden Morgen drauf. Weiter so mit freundlichen Grüßen, Robert. Ja, lieber Robert, also dein Grundsetup, bis auf eine Kleinigkeit, sieht eigentlich ganz vernünftig aus. 8000 Liter, eine 16.000 Liter Pumpe, die im Einsatz nachher wahrscheinlich auch nur ungefähr 8000 Liter bringt. Du hast den Teich einmal umgewälzt. Die 55 Watt UVC-Lampe ist auch vollkommen ausreichend. Der 1000 Liter IBC-Tank gefüllt mit 50 Genesis-Bürsten ist auch ausreichend groß. Nur würde ich da nochmal vielleicht 500, 600, 700 Liter Tank hinterher schalten, gefüllt mit biologischem Filtermaterial. Rein die Bürsten auf der Größe werden wahrscheinlich nicht ausreichen. Und das würde ich jetzt auch vorm Start des Hobbys nochmal machen. Ich kann dir nur empfehlen, setze Fische erst dann zu, wenn deine Teichtemperatur stabil 16 Grad hat und die Tendenz eher nach oben geht, keinesfalls nach unten. Gerade in Neuteichen, wenn dann alles zusammenkommt, im Frühjahr fallende Temperaturen, sich verschlechternde Wasserqualitäten, du kannst die Fische nicht vernünftig füttern, dann ist der Problemkreis der Koi-Haltung häufig vorprogrammiert und das würde ich mir zum Start des Hobbys einfach ersparen wollen an deiner Stelle. Ich kann dir anbieten, wenn du die Fische bei uns kaufst, wir sind ab Anfang Mai, sind wir hier wieder startklar. Wir werden dieses Jahr wahrscheinlich von Mittwoch bis Samstag hier die Tore geöffnet haben. Mehr wird noch im Blog und sonst in Newslettern erfolgen an Informationen. Komm hier vorbei, such dir hier die Fische aus und dann kann ich dir auch gleich, wenn du den zusätzlichen Filterbehälter aufgebaut hast, kann ich dir hierzu auch gleich mal 100, 200 Liter gut eingefahrenes Filtermaterial mitgeben, so dass zumindest Ammonium und Nitrit am Anfang in Grenzen bleiben, dass es den Fischen gut geht und dass du sie auch füttern kannst. Ich würde mit Tosai anfangen, wenn du jetzt noch gar keine Erfahrung hast mit Koi, vielleicht mit einer Gruppe, 10 Stück ungefähr, das ist nicht zu viel, nicht zu wenig. Es kann sein, dass sie auf 8000 Liter dann am Anfang etwas scheu sind, das legt sich dann aber mit zunehmendem Wachstum und wenn sie sich mal in ihrem neuen Zuhause eingewöhnt haben und ja, die werden dann wachsen, wie viele Fische du maximal da reinsetzen kannst. Ich kenne 8000 Liter Teiche mit 20 solchen Fische. Ich kenne welche mit 7 solchen Fische. Ich kenne welche mit Miyajima, dieser kleine Teich in Japan, dieser kleine Teich an der Bäckerei. Der hat Riesenfische drin, allerdings immer nur so 5, 6 Stück. Der Teich wird auch nicht mehr als 8000 Liter haben. Das hängt ganz von deinem Geschmack ab und es hängt natürlich auch davon ab, was du im Management bereit bist zu investieren. Bist du bereit zu investieren, dass du viel Frischwasser reingibst, dass du regelmäßig deine Filter reinigst, alles was dazugehört, deine Wasserwerte regelmäßig misst, dann kannst du da sicherlich mehr Koi reinpacken, wie wenn du sagst, ach, Koi-Hobby ist mir vielleicht doch nicht ganz so wichtig, das soll so nebenbei laufen, wenn ich da einmal im Monat was an der Filteranlage mache, soll das ausreichen, dann empfehle ich dir eher einen Besatz, der geringer ist, aber wenn dich richtig das Fieber gepackt hat und du bereit bist, auch nach ein, zwei Jahren noch richtig Zeit zu investieren, um dich um deine Fische zu kümmern, um dich um das Hobby zu kümmern, dann bist du sicherlich auch irgendwann in der Lage, dort mehr Koi zu halten. Es freut mich, dass auch wirklich blutige Anfänger, wie man so schön sagt, nach wie vor Fragen schicken. Die beantworte ich gerne. Das Thema ist schon 100-mal beantwortet worden, spielt aber überhaupt keine Rolle. Ich kann jetzt nicht von Anfängern erwarten, dass die zu Blog Nummer 237 zurückblättern, um da Informationen zu ziehen. Ich versuche möglichst viele der Zuschauerfragen zu beantworten. Also auch Sie, keine Scham, wenn Sie irgendeine in Ihren Augen vielleicht doofe Frage stellen. Es gibt keine dumme Fragen. Und auch bei den Profis sind häufig die Basics etwas verblasst und ist vielleicht auch gut, wenn man das ein oder andere nochmal hört. Also, besorgt ihr noch einen IBC-Tank und dann packen wir da ein bisschen Filtermaterial von uns rein und dann hast du garantiert einen guten Start ins Hobby. Und nochmal danke, dass ich dich fälschlicherweise nach Luxemburg gebracht habe.